Hallo zu einer weiteren Folge unseres Minecraft Togethers. Diesmal wieder mit Tamesis. Hallo! Hallo! Heute sind sonst keine Gäste da. Aber ja, wir kommen auch gut allein klar, gell? Ja, definitiv, definitiv. Ich hab mich verlaufen. Ja, wir müssen da hier rüber und dann da runter, um nach Hause zu kommen. Ui! Geh weg, du Zombie. You may not rest there, Monster Snurby. Ja, du brauchst halt doch einfach mal dein Zimmer hier oben. Ich will nicht. Ich will meine Abstellkammer. Gut, okay. Okay. Das ist meine Abstellkammer. Hier wohne ich. Ja, und falls ihr euch gerade gewundert habt, warum im Chat stand, dass Sabrina von einem Eisengolem niedergestreckt wurde, ja, sie hat nicht aufgepasst und hat einen gepuncht. Ja, weil da hat es sich in diesen Fäden, also in Spinnenweben, verheddert. Ich wollte die wegmachen und dann habe ich das blöde Vieh getroffen. Ja. Es ist manchmal einfach alles nicht so einfach. Aber wir müssten die halt echt mal dezimieren. Das sind so viele. Lass die jetzt. Kommst du jetzt da rein zu mir? Mit da? So? Hä? Ja, wir wollen doch denen ein schönes Haus machen. Wir sollten besser bis zur Nacht warten eigentlich. Komm rein. Ich hab keine Blöcke, ich kann das nicht blockieren. Ja, geh weg. Geh weg. Geh weg. Du kannst nicht... Warum kann man hier drin nicht? Nein, du musst davor, eins davor, ich soll nicht abhauen. Ach so, alles gut. Schnappatmung. Ah. Okay, wir bauen jetzt einfach da mal nach hinten durch. Die bekommen jetzt so Einzelzellen, denn das wird einfach viel zu wuselig hier drin. Ja. Das geht halt gar nicht, was die hier abziehen. Ja, genau, das meine ich nämlich. Du kannst dich ja hier drin gar nicht mehr bewegen. Ohne, dass dir irgend so ein Villager auf dem Bein steht oder... Ne? Ja. Ich würde es eigentlich... Ja, egal. Ich hatte es eigentlich anders geplant, aber wir können es auch so machen. Wie denn? Ja, jetzt haben wir halt das Problem, dass die halt die ganze Zeit reinrennen, weil wir von innen anfangen. Ich hätte eher von irgendwie oben oder was runtergebaut bis zum Holz, die Wand hier drin gelassen. Und dann... Warte, oder wir können es auch genau, zumachen. Genau, ich wollte auch gerade zubauen. Ich komme hier. Torches. Weg da. Geh raus. Ich hasse Villager echt. Geh da weg. Ja, siehste. So. Sehr schön, dann haben wir es hier schon mal dicht. Dann können wir uns hier hochbuddeln, damit wir halt einen Ausgang haben. So. Gut. Und dann kriegen die so, ich würde sagen, so immer ab ein Feld pro Villager-Reich eigentlich. What? Ja, die werden dann halt dazu reingestopft, dann kann man drüber mit einem Schild schreiben, was die verkaufen. Also zum Beispiel dann Silk Touch. Mhm. Mhm. Das ist dann so ein Villager-Shop einfach, damit wir die dann sortiert haben. Okay. Aber da brauchen wir schon eine gewisse Fläche, ne? Denn wir haben nämlich schon einiges an Villagern. Ja, das geht eigentlich. Wir tapezieren es halt zu einfach. Was ist denn? Ja, alles gut, alles gut. Wir tapezieren die Villager zu. Genau. Ja, Katze, ist gut. Also ich mache erstmal hier. Genau, hier kommt der erste dann rein. Dann hier kommt der zweite. Boah, das ist aber schon richtig Sklavenhandel. Ja, das sind Villager, die haben es nicht anders verdient. Das ist wie eine Fabrik hier. Ja.
So macht man das doch. Oh Gott, ich fand das bei Silas schon so schlimm, wie er seine Villager behandelt. Aber du bist ja noch schlimmer. Die haben wenigstens kleine Häuser bekommen. Die haben aber... die haben doch keinen anderen Nutzen in Minecraft sonst, außer zum Handeln. Ja, aber das haben sie halt so auch nicht verdient. Das sind 1 und 0. 1 und 0 haben nichts verdient. Nein, das ist... Hä? Du mit deinen 1 und 0 immer. Ja, ist halt so. Es ist ein Spiel. Da geht es um Effizienz. Oh Gott. Du machst mich fertig. Naja, Leute, ne? Nicht meine Idee, nicht meine Schuld. 1,5 Zellen machen wir auf der anderen Seite genauso und dann haben wir eigentlich fast. Wie viele Villager? Keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung. Für was hast du eigentlich da rausgebaut? Damit wir raus können, um Items zur Hilfe zu holen. Also zum Beispiel Fackeln und so Zeug noch. Aha. Okay. Ja. Okay. Oder wenn man zum Beispiel neue Spitzhack oder was braucht. Aha. Stöcker. Und ich würde sagen, wir machen dann Licht mit. Mauern sieht irgendwie besser aus. Das ist nicht alles exakt auf derselben Fläche. Ich mache einfach mal so 16 Stück. Dann wird es halt nervig, die Villager einfach da rein zu quetschen. Das dauert. Oh ja. Das befürchte ich auch. Dass die das einfach nicht so mit sich machen lassen. Ja, ist halt ein bisschen blöd aufgebaut, dass das nicht so gut funktioniert. Aber man könnte es tricksen, indem man ein Bett reinstellt, aber... wir machen einfach die Betten rein, dann ist es einfacher. Jetzt bekommen sie ja direkt Luxus von dir. Ja. Ha. Genau, dann haben die hier einen Block zum Stehen. Obwohl dann, ich weiß nicht, ob die nicht vielleicht dann in der Wand suffocaten. Also eigentlich ist das schon echt ein bisschen... Was? Okay, du machst es tiefer jetzt, okay. Ja, wegen den Betten, damit wir die halt platzieren können. Wie tief? 4? Warte, nee, dann nur 2, aber dafür die Decke nochmal weg. Weil dann können die da drin stehen. Also auf dem Bett draufstehen. Aber du hast jetzt insgesamt 3 tief, oder wie? Oder 4 tief? Ja, insgesamt 3 tief, weil vorne halt die Mauer hinkommt. Jeweils. Okay. Dann müsste es eigentlich funktionieren. Und halt immer gut ausleuchten, damit keine Zombies spawnen und so. Ja. Eventuell, ja, zombifizieren. Okay. 3. Dann brauche ich gleich noch. Ich gehe mal nochmal Stufen machen, weil die brauche ich jetzt noch, damit die nicht abhauen können. Okay. Okay. Hier noch. Ich mache mir auch gleich noch mal eine neue Spitzhacke, weil die ist eh fast kaputt, wenn ich gerade schon mal daheim bin. Mhm. Passt. Okay, sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Das ist gut. Okay.
Und Betten haben die ja genug da liegen, da können wir die einfach rüber verschieben. Das stimmt. Und dann, wenn es Nacht wird, gehen die halt automatisch da rein. Wir können einfach zumachen, sobald Nacht ist. Mhm, das stimmt. Wie viele Betten hatten wir? Weiß ich nicht mehr genau. Weil sonst nehme ich noch schnell ein paar mit. Upsi. Mhm. So, irgendwo hier war eine Wolle. War da, genau. Weiße Wolle. Akazienholz habe ich hier noch gelagert. Upsi. Mhm. Und dann, vor allem, weil dann können wir noch ein paar mehr Villager machen, sogar. Ja. Können wir zwei da hinten lassen, wenn es irgendwie funktioniert. Ja, warte, möchtest du kurz runterkommen, dann können wir sie gleich mal rübersetzen, mhm. Die Villager. Und ich bin... Weil jetzt ist es dann Nacht und das wäre ganz gut, wenn wir es machen könnten. Ich fliege ganz geschwind. Ja. Oh, di-di-da-da. Oh, uff. Oh, geht halt weg. Oh, Eisengolem. Du musst mir halt nicht im Weg stehen, ne? Bist du bei den Villagern daheim oder bist du da, wo wir gebaut haben? Warte, ich komm hoch. Okay. Das finde ich nur nicht mehr runter. Ah, da. Ach, nee, das ist nicht richtig. Hey, ich bin doch gerade hochgekommen, dich abzuholen, du warst doch direkt neben mir. Ach, da. Oh Gott. Oh. Dann machen wir hier zu. Und jetzt können wir nämlich hier öffnen und dann die Betten holen. Da müssen sie eigentlich rüberlaufen können, ob nicht über den Schrein dann weg. Jetzt warte mal. Genau. Ich nehme jetzt mal die Betten, die ich hier im Inventar eh habe. Und baue sie schon mal hier hin. Noch eins. Okay. Und jetzt müssten die Villager eigentlich durchkommen. Puh. Sobald sie es halt merken. Hast du noch eine Axt? Ja. Kannst du hier dies... Obwohl, ich hab's gleich mit der Hand. Ja, ich komme hier eh nicht mehr durch. Okay. Oh Gott, jetzt haben wir hier drin auch einen Eisengolem. Ich werd wahnsinnig. Oh Mann. Wieso? Ja, den, das ist nur einer, den kann man gut töten. Nee, mach den jetzt nicht aggro. Nicht hier drin. Ja, ich mach's ja nicht. Ich bin gerade dabei, die Villager einzubringen. Ja. Komm, geh rein, blöder Villager. Los. Wir haben halt wirklich zu wenig Betten, ne? Oder? Nein, ich habe ja noch ganz viel im Inventar, aber okay. Ich muss halt erst auch zumachen. Geht mal rüber, geh mal rüber. Geh schlafen, los, hopp. Geh, geh ins Bett. Mit Stein machst du zu, gell? Genau. Geh rein. Da. Es sind so viele Betten da, geht halt einfach mal rüber. Hä? Okay. Ist jetzt gerade die Spawn? Nee, oder? Ja, ah, jetzt... toll. Jetzt haben wir zwei in einem. Oh. Muss ich mal aufmachen? Geh halt einfach irgendwo rein. Na, jetzt haben wir drei in einem. Na, Quatsch. Ach, oh, die sind doch einfach komplett bescheuert. Könntet ihr jetzt einfach mal... Da, komm raus, Villager. Da hast du ein eigenes Bett. Geh rein, geh schlafen.
geh. Oh! Dann geh halt. Nee. Mann. Wieso? Wieso gehen die jetzt nicht schlafen hier? Ich weiß es nicht. Eigentlich müssten die eigentlich ins Bett gehen, wenn es halt Nacht wird. Aber so wie es aussieht, sind die sich einfach zu fein zum Schlafen. Die gehen alle halt in denselben Raum. Ja, okay. Einer ist wieder drin. Nein, Villager. Geh da raus. Ja, noch einer. Okay. Ach, du hast Mauern hergenommen. Warte, ich habe keine... Da habe ich noch zwei Mauern. Ich ersetze die Steine einfach mit Mauern. Hallo. Aber wir können hier bei denen... Ja, toll, ich hab die Wand gepackt, der eine. Das ist zu klein, ich sag's dir. Nein, es ist nicht. Das ist nur, weil da zwei drin waren. Aber wie machen wir das mit den Berufen dann? Ja, das machen wir danach. Da machen wir dann einfach einen Block oben weg, zum Beispiel, setzen dann das Ding über die. Das Ding über die. Ja, dieses, wie heißt es? Lektern. Okay. Könntest du einfach mal irgendwo reingehen? Oh Mann, seid ihr anstrengend. Da hinten sind Betten. Betten. Jetzt Villager. Geht jetzt da weg. Ja. Okay. Mach einfach das Bett hier auch noch weg, dann haben die nämlich hier drin gar keine Betten mehr und müssen eigentlich rübergehen. Ja, ich würde aber sagen, wir machen das dann in der nächsten Folge weiter, weil wir sind schon wieder bei 17 Minuten. Oh. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe auch, dass wir den Villagern bald hinkriegen, weil die nerven echt langsam. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Schaut unbedingt auch bei Tamiesis vorbei und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. I love you, bye bye.